Dass ich erstmal lange Zeit schon darauf gewartet habe, dass sowas endlich losgeht, weil ich mich lange Zeit über viele Dinge geärgert habe, wie sie in der Gesellschaft laufen, was passiert, und habe darauf gewartet, dass es mal wieder zu einer Bewegung kommt, die auf die Straße geht und nicht nur ein einzelnes Problem behandelt. Also das war bisher immer so mein größtes Problem mit verschiedenen Formen von Demonstrationen, dass es immer nur darum ging, Einzelinteressen von einzelnen Gruppen durchzusetzen gegen Einzelinteressen von anderen. Also im Prinzip dasselbe, wird ein bisschen laut im Hintergrund. Im Prinzip dasselbe, was halt auch so in der Politik oder Finanzwirtschaft halt läuft. Das ist eine Ausstecherei, eine gegenseitige. Es geht immer irgendwie darum, dass ein partikulares Interesse bedient oder erfüllt wird. Und mir geht es halt hier um die Idee der Allgemeinheit. Also das ist das, was ich hier auch spüre in dieser Bewegung. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele unterschiedliche Menschen dort sind, aus verschiedenen sozialen Hintergründen, mit verschiedenen Berufserfahrungen, Lebenserfahrungen, die jetzt zusammenkommen und zusammen versuchen, an Zielen zu arbeiten, beziehungsweise an dieser einen Idee, die uns ja doch alle aus den verschiedensten Zusammenhängen dahin geführt hat. Ja, so könnte man das, also das ist das eine, denke ich, und das andere, was ich sehr spannend finde, auch im Camp, was dort passiert, was ich eben schon angesprochen habe, dass da verschiedene Gesellschaftsschichten sich auch vermischen. Also ich arbeite selbst als Pädagoge in einer Schule, im Moment in einer Grundschule, und da hat man das ja noch, dass die Menschen aller Gesellschaftsschichten im Prinzip zusammen sind. Aber ab der 5. Klasse wird hier in Deutschland selektiert, die Menschen werden getrennt, es wird schon bestimmt, was man später für einen Job haben wird, was man verdienen wird. Und es entsteht eine Klassengesellschaft und die Menschen entfremden sich voneinander. Und das Camp ist für mich auch so als Ort, mehr als nur symbolisch, auch ein Platz, an dem Menschen wieder zusammenfinden, die sich eigentlich aus den Augen verloren haben. Also gesellschaftliche Schichten werden wieder aneinander geführt. Und man muss wieder versuchen, zueinander zu finden, was häufig auch schwer ist. Also wir haben ja auch Probleme dort, sozialer Natur. Aber darum geht es eben, auch dazu zurückzufinden. Worauf ich hinaus wollte, ist im Prinzip, da wird das Negative wird so gezeigt und es wird als negativ dargestellt. Aber im Prinzip, was im Camp jetzt passiert, das ist ein Ort, der mediale Aufmerksamkeit genießt und der die Widersprüche ja genau damit aufzeigt. Also wir sind zwischen der EZB und dem Bahnhofsviertel. Das sind ja zwei ganz unterschiedliche, also wahrscheinlich unterschiedlicher kann es gar nicht sein, gesellschaftliche Bereiche. Und zwischendrin ist dieses Camp und da sind diese sozialen Probleme offen zu sehen. Ja, und das finde ich daran halt auch sehr spannend. Also im Prinzip das, was man immer so schnell wegarbeiten und verdrängen kann, dass es soziale Probleme in Deutschland auch jetzt schon gibt, ja, obwohl die Krise uns scheinbar noch nicht erreicht hat. Das sieht man dort. Ja. Also im Prinzip ist es eine offene Wunde der Gesellschaft. Ja. Und deshalb finde ich symbolisch und sozial auch wichtig, dass das weiterhin bestehen bleibt in dieser Form. Ja, ich finde es halt schwierig, wenn man direkt wieder in die gesellschaftlichen Strukturen einsteigt. Ja. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen Verein oder eine Partei, dann ist man doch wieder eins in diesem Gefüge. Solange man im Prinzip außerhalb des Ganzen bleibt, hat man nochmal, denke ich, eine andere symbolische Kraft.